Ja, hallo Bertin. Du hattest das Forum Demokratisierung der Wirtschaft. Was war die Kernfrage? Ja, die Kernfrage war natürlich, wie kann man die Mitbestimmung in den Unternehmen nicht nur sichern, sondern auch weiterentwickeln? Welche Möglichkeiten haben wir dazu? Es gab zwei Praxisbeispiele, einmal von Volkswagen und einmal von einem Unternehmen in Bamberg. Und die zentrale Frage war, was kann die IG Metall sozusagen tun oder muss sie tun, um noch mehr Demokratie ins Wirtschaftsleben zu bringen? Ja, Wirtschaftsdemokratie, dieser Begriff klingt ja erst einmal komisch, man kann nichts mit anfangen. Wie bringen wir das denn den Mitgliedern und den Kolleginnen und Kollegen denn näher? Im Endeffekt geht es darum, wie kann man die Mitbestimmungsrechte und die Beteiligungsrechte in den Betrieben verbessern, erhöhen. Wir haben zwei Mitbestimmungsmodelle, die Montan-Mitbestimmung, Mitbestimmung 76. Aber das betrifft ja nur große Betriebe. Die Mitbestimmung 76 beginnt ab einer Beschäftigungszahl von 2000. Und da ist die Frage, wie kann man beispielsweise mehrere Betriebe mit stärkerer Mitbestimmung, Beteiligung organisieren. Und eine Überlegung war zum Beispiel, dass wir das Thema Mitbestimmung auch auf Betriebe mit geringerer Beschäftigungszahl ausdehnen, zum Beispiel ab 1000. Dann hätten wir viele, viele von mittelständischen Betrieben mit einer Grundlage für Mitbestimmung erfasst. Und ja, aber was können wir als IG Metall tun oder als Mitglieder der IG Metall, dass sich die Demokratisierung in der Wirtschaft weiter ausdehnt? Ja, das ist eine richtige Frage. Da bekommen wir nichts geschenkt. Also erstens ist das Thema Mitbestimmung einfach eine Machtfrage, die auch wie immer wieder angegriffen wird. Und wenn man mal zurückschaut, dann haben wir die Mitbestimmungsgesetzgebung, Montan-Mitbestimmung, Mitbestimmung 76, nur hinbekommen mit einer breiten gesellschaftlichen Beteiligung, mit Beteiligung natürlich unserer Mitglieder. Und insofern werden weitere Verbesserungen in dem Bereich sicherlich auch nur gehen mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Und da muss sich die IG Metall überlegen, ob das nicht ein Thema für die nächsten Jahre ist. Denn Mitbestimmung in den Betrieben bei der finanzmarktgetriebenen Situation, bei der Globalisierung, wird einfach immer wichtiger. Ja, Bertin, ich bedanke mich. Ja, bitteschön. Und bis zum nächsten Mal. Ja.